Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobby Live. Meine Damen und Herren, wir haben immer noch eine wichtige Aufgabe. Und zwar jedes Auto in Wobby Life bekommen. Oder auch jedes Fortbewegungsmittel. Denn ich würde sagen, das Hoverboard. Wo ist es? Ja, genau. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Auto. Aber das haben wir uns auch in einer der letzten Folgen geholt. Zudem sind wir gerade dabei, uns das Höhlenmensch-Auto zu holen. Dazu müssen wir allerdings nochmal zurück in den Dschungel. Ey, die letzte Folge. Wir haben gegraben, Schätze gesucht, bis zum geht nicht mehr. Und wenn wir mal ganz kurz zum Museum fahren, obwohl wir fliegen eigentlich, weil wir schweben. Ist es jetzt fahren oder fliegen, was wir gerade machen? Weil eigentlich fliegen wir ja. So, da ist das Museum. Kann ich damit einfach rein? Hallo! Also, moin, Leute! So, warte mal, hier kurz mal absteigen. Zack, das ist ja geil. So, dieses geile Auto, das will ich. Die Pizza... Die haben wir. Genau, den einen Reifen haben wir. Naja, und wir haben dieses Artefakt aus dem Dschungel. Das fehlt. Also es sind nur noch zwei Stück. Und ich glaube, eins ist noch hier irgendwo und eins im Dschungel. Oh, warte mal. Ey, das wäre ja mega geil. Kann ich... Oh, das wäre tatsächlich 10 von 10. Weil das Ding schwebt ja. So, und eigentlich müsste es ja dann auch über Wasser fahren können. Oh. Okay, okay. Ey, das wäre ja sowas von geil. Ich teste das jetzt mal. Weil ich glaube, wir sind ja nicht bewusstlos geworden. Junge, dann ist das Ding einfach ein... Ist das Hoverboard ein freaking U-Boot? Das wäre ein absolut geiler Bug. Warte mal. Zack. Mann, das wäre... Ah, das wäre auch zu cool, um wahr zu sein. Na toll, jetzt bin ich... Warte, ich brauche ein Auto. Hallo? Ja, okay. Das reicht zwar jetzt auch. So ein Auto wollte ich als Kind immer haben. Das sind diese kleinen Elektrodinger. Aber meine Eltern waren zu geizig. Nein, wir hatten einfach nicht die Kohle. Weil die haben damals schon irgendwie ein paar hundert Euro gekostet. Beziehungsweise D-Mark. So, wir müssen wieder rüber in den Dschungel. In the jungle, the mighty jungle. Jetski fahren, macht Spaß. Und ich bin mir eigentlich immer noch sicher, dass es eine Artefakt hier im Süden bei der Raketenabschussbasis ist. Oh, warte mal, lass uns mal ganz kurz hier switchen. Weil wir müssen ja noch wieder unser Schatzsuch... Mann, was, warum werden wir immer... Oh nein! Alles gut. So, einmal starten. Easy. Oh, ich glaube, ich könnte da sogar landen. Ich muss das gar nicht zerstören. Das wäre eigentlich noch einfacher. So. Bisschen geschwind. Ah, nee, nee, nee. Wir müssen nochmal durchstarten. Hier ist das gar nicht. Genau, da unten ist, gibt's. Ah, das Problem ist... Haben wir eine Lagerfläche? Nee. Hm, ich würde tatsächlich sagen, nee. So, den kaufen wir einmal. Ja, ja, dann nehmen wir das Ding. Und, ach, komm! Warum ist denn jetzt hier... Oder, warte mal, ist auf der Insel nicht auch dieses Excalibur-Ding? Warte mal ab. Das ist hier im Norden. Wir könnten die Chance nutzen. Da sind wir nämlich jetzt schon ein paar Mal dran vorbeigefahren. Aua, mit ein bisschen Glück. Weil dieses Schwert muss, das muss einen irgendwie treffen. Ist das hier links? Kann das sein? Nee, hier ist dieses eine Flugzeug. Ah, ich dachte, das wäre hier gewesen. Na, vielleicht haben wir noch mal Glück und es ist doch hier irgendwo. Weil es wäre jetzt gerade das richtige Wetter dafür. Warte mal, hier unten ist es nicht. Hier ist, glaube ich, die Insel auch zu Ende. Aua. Und hier ist der Riesentempel. Na, das muss eigentlich irgendwo hier sein. Na, ah, jetzt ist das Ding rausgefallen. Egal. Ich will jetzt kurz gucken, ob das hier irgendwo ist. Ja, hier ist es. Das Wetter muss jetzt so bleiben. So. Zack. Und angeblich... Ja! Wir haben das Schwert. Jawohl, wir haben Excalibur. Und dann haben wir auch das Outfit bekommen. Und irgendwas kann man jetzt damit machen. So, genau. Und mit diesem Boot... Ah, Mist. Wir kommen aber hier nicht weg. Warte mal, warte mal, warte mal. Genau, das Schwert ist jetzt auch aufgeladen. Und das kann man so einem Ritter geben. Oh, das wäre jetzt ja geil. Bitte, Entschuldigung. Nee, 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 nee. Bitte, aufgeladenes Schwert. Entschuldigung, ja, ich hab's. Okay, die Frage ist... Aua. Kann ich das hiermit gut transportieren? Ja, sieht gut aus.
Wir brauchen jetzt eine Transportmöglichkeit übers Wasser. Es muss aber dünn genug sein, damit wir das in die Höhle bringen können. Ja, das Boot wäre perfekt. Okay, ich darf jetzt nichts verbauern. Okay, ja, geil. Oh, das wäre sehr, sehr nice. Die Frage ist jetzt nur, wo ist diese Höhle? Angeblich irgendwo im Norden. Also wir müssen jetzt einmal hier an der ganzen Insel vorbei. Also an der Dschungelinsel. Okay, let's go. Also wenn wir sowieso gerade beim Thema Excalibur sind, würde ich hier mal ganz kurz einen kleinen Trailer abspielen von meinem zukünftigen Buch. Eine Zeitmaschine bringt Paluten und Edgar ins finstere Mittelalter. Denn um das Königreich zu retten, braucht es Hand und Huf. Bald erscheint mein neuer Freedom-Roman. Vorbestellbar überall da, wo es Bücher gibt. Ja, die ist es, glaube ich, nicht. Die muss schon weiter im Norden sein. Hier irgendwo, glaube ich. Oh, kann das die hier oben sein? Schauen wir mal. Oh, da vorne ist ein Flugzeug. Es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich war, glaube ich, auch noch nie. Oh, da ist, glaube ich, die Höhle. Ich war noch nie auf diese Ecke hier. Da ist auch ein Speedboat. Auch noch so kleine, also eine kleine Insel ist hier schon am Start. So, und hier ist angeblich der Geist. Boah, ich darf dieses Schwert nicht fallen lassen, weil da... Dann habe ich einfach verloren. So, jetzt gleich volle Konzentration. Ja, ja, das sieht richtig aus. Let's go. Okay, so, perfekt. Jetzt müssen wir hier dieses Schwert nehmen. So. Oh nein, 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 nein. Dieses Boot bewegt sich auch schon wieder. Oh nein, das Schwert steckt fest. Okay, ich hab's. Oh, okay. Oh. Paletto, jetzt... Sorry, ich habe mich kurz nur erschreckt. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Hier war ich, glaube ich, doch. Doch, ich glaube, ich war hier mal mit GLP. Kann das sein? Guten Tag, Herr Geist. Wir legen das Schwert kurz zur Seite. Können wir... Okay, wir können nicht mit dir reden. Aber hier vorne sehen wir, da passt ein Schwert rein. Und mit der Macht von Excalibur. Ohne Hand und Huf. Falls ihr übrigens jetzt schon ein bisschen was lesen wollt, schaut gerne bei der Buchhandlung eures Vertrauens vorbei. Da gibt es nämlich die anderen Paluten-Freedom-Bücher. Und jetzt aktivieren wir Excalibur! Alter, you have chosen wisely. Let's go! Das ist auch so ein Relikt. Das können wir abgeben. Als ob, ihr seht ihr das hier? Das Ding, das können wir auf jeden Fall im Museum abgeben. So, warte mal, was ist hier? Oh ja. Oh, bisschen Kohle. Nochmal bisschen Kohle. Nochmal bisschen Kohle. Und Interact. Jawohl, das Ghost Knight Outfit. Oh ja, das würde ich jetzt ja ganz gerne mal. Das Ghost Knight Outfit. Oh ja, oh. Sehr geil. Aber die Schuhe, hatten wir nicht auch irgendein Kopfteil? Oh ja. Let's freaking go. Alter. Sieht aber schon ganz geil aus. Freaking, ich bin der Außer... Aber ein Schwert? Kann ich das Schwert wieder mitnehmen, Excalibur? Ich möchte das Schwert bitte wieder mitnehmen. Okay, dann nehme ich das hier mit. Das war ein geiles Rätsel. Aber hier drin gibt es jetzt... Okay. Gibt es jetzt ansonsten nichts, ne? Hier ist zwar unheimlich viel Geld scheinbar. Okay, dann lass uns das auf jeden Fall zurückbringen. Oh, warte, hier sind auch so andere Schwerter. Die kann man allerdings nicht benutzen. Es musste schon Excalibur sein. Excalibur, sein Vater, bringen wir jetzt hoffentlich sicher zurück. Können, ah ja, doch, das Hoverboard. Also dieses, das ist doch, nee, Hoverboard ist es nicht. Ein Luftkissenfahrzeug. Oh, jetzt regnet es schon wieder. Das können wir benutzen. Das ist auch, glaube ich, schneller. Weil in das Flugzeug können wir, glaube ich, nichts legen, oder? Würde mich wundern. Ah ja, hier sind sogar zwei Luftkissenboote. Da fahren wir mal volle Kanne hier drauf. Damit, falls ich gleich einen Fehler mache, dass ich nicht direkt ertrinke. So, kann man hier was reinlegen? Nee. Ah, das wäre schon geiler gewesen. Weil damit könnte man dann halt easy fliegen. Das hier hat eine Lagerfläche. Aber die kannst du halt auch wieder easy Sachen. Ja, der kann halt schon runterfallen. Aber nun gut, wir sind deutlich schneller. Das ist geil. Wir müssen nämlich jetzt...
Im besten Falle müssten wir hier eigentlich hoch. Weil dann könnten wir direkt da oben ran. Aber das schaffen wir nicht. Nee, nee. Lass einfach gleich einen Spot suchen, wo wir hochfahren können. Warte mal, hätten wir vielleicht mit ein bisschen... nee, das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Ich könnte ja mit dem Ding hochspringen, ne? Mit meinen Schuhen. Oh, das sieht doch gut aus. Meine Nase, sorry. So, hier können wir... Ja, ja, perfekt. Weil wenn hier was rausfällt, dann ist es nicht so schlimm. So, Paletto ist ein Zug. Ganz klar. Zufall. Warte mal, kommen wir denn, wenn wir hier den Tracks folgen? Ah, ne, wir müssen hier sogar sowieso links abbiegen. Ja, wir müssen da hinten zum Kernkraftwerk. Ja, da vorne ist es. Geiles Ding. Ich bin mal gespannt, zu was das Ding gehört. Ah, übrigens, das hattet ihr mir geschrieben, wenn man diese ganzen Kristalle abgeben würde, dann kriegt man irgendwie so ein Kristallhaustier. So, jetzt geht's aber. Hopp. Hallo. Oh, was für ein krasses Artefakt und in so einem guten Zustand. Ja. Oh, 1 von 4. Okay. Könnt ihr mir auch sagen, was man da bekommen würde? Ah, das ist ein Zepter von Königen und Königinnen. Krass. Ja, aber die Frage jetzt, mit diesem Dschungelding sind wir immer noch nicht wirklich weiter. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal. Denn wir haben heute wieder ein kleines Geheimnis gelüftet. Ah, guck mal, kann ich mir hier, als ob, ich kann mir hier eine Frisur machen? Oh Gott, nee, so will ich, du hast da ein Loch bei dir. Warte mal, was kann ich mir für eine... Ja, 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 du siehst echt kacke aus. Aber warte mal, was? Wir sollen ihm eine Perücke holen. Ach, guck mal, hier kann ich mir eine neue Frisur auswählen. Oh nein! Nee, so sehe ich irgendwie... Ich finde uns eigentlich mit so ein paar Haaren... Ich finde uns mit Glatze eigentlich am coolsten. Ja, ja. Wir brauchen auch keine Perücke. Leute, ich würde sagen, wir haben die geheime Ghost-Rüstung uns geschnappt. Excalibur seinem rechtmäßigen... Was tanzt du gerade? Seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Und das Flintstones Urzeitauto, das holen wir uns dann einfach beim nächsten Mal. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleine chaotische Folge. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Und euch allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.